Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter. Beginnend heute hier an der Charca de Maspalomas am 11. Mai 2024, 8.53 Uhr. Wir haben hier 18 Grad. Ja, und auch wohl gerade den Sonnenaufgang, denn wir haben wieder dieses Wolkenband davor. Auf jeden Fall hört man hier schon das Meer ziemlich laut rauschen. Oh, hier ist ein Spar-Express jetzt drin, sehe ich gerade. Kleiner Spar-Supermarkt, die notwendigsten Sachen. Ja, schönes Vogelgezwitscher hier. Der Reiher sitzt da vorne wieder auf seinem Posten. Und dann geht es auch wieder Richtung Meer. Ja, zu gestern nochmal. Das war ja ein Kurztrip, hat aber alles geklappt, fast auf die Minute genau. Der Rückflug war ein paar Minuten später, aber das war auch ein Riesenflugzeug, der Dreamliner von Boeing, und da hat sich das Boarding ein bisschen verzögert, aber ansonsten kann man wirklich termingerecht von A nach B fliegen, was ich mich ja woanders jetzt nicht trauen würde. Das heißt, wenn man um 11 Uhr einen Termin in Madrid hat, dann kann man davon ausgehen, dass es auch klappt, wenn man den frühen Flieger von hier nach Madrid nimmt. Also alles vom Feinsten. So, dass man noch Zeit hatte, vernünftig zu frühstücken. Und ja, also wie gesagt, hat alles geklappt, war wunderbar. Und der Rückflug sehr, sehr angenehm dann von Madrid nach Gran Canaria. Und jetzt sind wir hier und wir bleiben hier jetzt vorläufig auf jeden Fall. Ja, die Anti hat es ja richtig gut gemacht, fantastisch. Das ist schon schön, wenn man Leute hat, auf die man sich verlassen kann. Da ist sie auch schon, die Anti. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gerade habe ich von dir gesprochen. Was? Ja, wir sind ja hier verabredet zum morgendlichen Wettlaufen heute am Strand. Jetzt guckt sie. Nein, Wettlaufen machen wir nicht. So, wir fahren jetzt gemeinsam. Anti hat auch ein schickes E-Bike hier. Ja, jetzt geht's ans Wasser. Ja, viel hat sich nicht verändert. Nein, wenn man einen Tag mal hier ist, aussetzt, dann erkennt man das Ganze schon wieder. Die Taxifahrt, weil es mir gerade noch einfällt, von Madrid Flughafen ins Zentrum kostet generell 33 Euro. Also ganz gleich, wo ihr da ins Stadtzentrum hin wollt, 33 Euro. Das ist von der Gemeinde festgelegt und da müssen sich alle Taxifahrer dran halten. Man steigt also ein, dann kommt die Uhr auf Flughafen und dann ist man auch ganz gleich, ob es einen Stau gibt oder ob es schneller geht oder sonst was. Also die haben verschiedene Zonen und da haben die verschiedene Tarife und die sind fest. Und das weiß auch jeder und deswegen muss man da auch weder diskutieren noch irgendwie Angst haben noch sonst irgendwas. Finde ich eine gute, faire Lösung. Und ja, warum nicht überall? Wir haben hier den Faro und die Wolken dazu und die Vorankündigung Freitag am Faro. Ich bin wieder da. Vorausgesetzt, dass nichts dazwischen kommt, 16 Uhr. Und ich nehme an, Heike. Also der Treffpunkt am Faro nächsten Freitag. Und der Reiher ist auch wieder da. Das ist wohl so ein Einzelkämpfer, der dann immer hier früh seine Runden läuft. Stolziert, starkst. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank für alle, die gestern am Faro waren.
am Leuchtturm und alle im Kanal, die abonniert haben und die Videos teilen, weiterleiten. Und jetzt gleich mal der Blick hier in die Berge. Alles ein bisschen so durchwachsen heute Morgen. Dann kommen wir auch zu dem Wetter. Wie gesagt, jetzt um die Uhrzeit, jetzt ist es 8 Uhr. Und 2 Minuten fehlen noch und wir haben 20 Grad. Machen wir gleich weiter, wenn die Läufer hier weg sind. Dann geht es nämlich zum Wasser. Um 7.13 Uhr war Sonnenaufgang, um 20.42 Uhr Sonnenuntergang. 18 Grad waren es heute Tiefstwerte, 28 werden Höchstwerte erwartet. Zu den Gezeiten 10 Uhr und 7 ist Niedrigwasser, wir haben ablaufendes Wasser. Und um 16 Uhr und 19 ist wieder Hochwasser. So, und hier liegen auch wieder so ein paar Seegras- oder Algenkrümel, aber das sind nur hier jetzt ein paar. Und da vorne ist schon wieder nichts zu sehen. Ja, ich bin immer noch in Gedanken jetzt gestern. Auf der Reise Madrid, wir hatten ja noch Zeit und dann haben wir uns getroffen und dann sind wir in so ein Café, ich habe gefragt, wo das nächste Café ist und da haben ja noch nicht alle offen um die Zeit und da gab es verschiedene Frühstücksangebote, süß oder eben auch salzig, nur zum Beispiel jetzt einen Kaffee, ganz gleich welche Wahl, Kaffee oder Tee und dann eine, 2 geröstete Brote dazu mit Olivenöl und dann gibt es eine, so ein Tomatenpüree. Tomatina heißt es da. Und das Ganze für 4 Personen waren es 15 Euro. Also kann man auch vom Preis nichts sagen. 3,75 für pro Person einen Kaffee und das Brot. Also auch ganz normale, gute Preise. Also finde ich gut. Und wenn man dann noch einen Orangensaft haben wollte, einen Aufpreis von 1 Euro. Nur als Beispiel so am Rande erwähnt, damit man auch mal so einen Vergleich ziehen kann. Ja, aber am liebsten bin ich doch hier. Das sage ich euch ganz gleich, wie schön die Stadt auch ist. Und wie wie begeisternd eine Stadt ist. Ich habe ja noch was im Petto. Ich arbeite ja die Videos auch vom Urlaub. Ich mache mir meine Videos nur, damit ihr Verständnis habt, warum ich die Videos sende. Ich mache also sozusagen immer so Teile zusammen, etwa so 20 Minuten. Das ist so eine Zeit, wo ich mir gerne und gut anschauen kann. Und dann gebe ich dem Video einen Titel und die kommen dann in einen Ordner. Und so habe ich dann alles zeitlich hintereinander laufen und kann mir die Sachen ansehen. Und da kommen viele lustige Sachen noch bei raus, die einem beim Filmen gar nicht so aufgefallen sind. Also, jetzt kommt der letzte Teil von Vietnam. Und dann geht es sozusagen immer zurück in die Vergangenheit, bis zu dem Tag in Bangkok, wo wir dann auch angefangen haben. Wer es sehen möchte, kann es gerne sehen. Ich lade sie auf jeden Fall hoch, dann muss ich nicht immer einen Ordner öffnen, sondern kann den Link nehmen. Oh, und jetzt macht, glaube ich, die Antje das Wetter in Kurzform. Nein, ich gehe noch nicht zurück oder wir gehen noch nicht zurück, ich gehe noch in die andere Richtung kurz, denn Antje macht hinter mir das Wetter in Kurzform.
Hier kann man schön seinen Gedanken nachhängen oder anhängen. Man muss es ja nicht nachhängen. Und es kommt schon wieder Besuch, die Jeanette und der Hans, Außenstelle Nord, kommen mit Jeanettes Eltern hier und ja, wir feiern Hans seinen Geburtstag. Ich bin schon wieder so am Überlegen. Das heißt, man denkt ja ein bisschen weiter und Freunde und Bekannte haben auch so Planungen, wo geht's zunächst oder als nächste Reise, wo geht's hin? Also eins ist sicher, diese Asienreise war sehr schön, aber wiederholen jetzt im Moment nein. Jetzt geht's erstmal hier Richtung Punta de Maspalomas. Ja, wie ich erfahren habe, Antje geht heute auf Reisen. Ha, und wieder ein Lost Place. Lost Place heißt ein verlorener Platz, eine verlorene Stätte. Und da gibt es einige auf Gran Canaria, wusste ich nicht. Und es geht heute, ich sag's euch, seid gespannt heute auf Realität von der Antje. Es geht in die Heil- und Pflegeanstalt oder Pflege- und Heilanstalt, wie auch immer, in der Nähe von Moya. Also ganz schön weit weg, die haben sich viel vorgenommen. Ja, dann bin ich gespannt, was es da gibt. Das wird dann auch erst ein bisschen später kommen, nehme ich an, weil das ist ja kein Katzensprung, sondern das ist ja auch ein bisschen fahren. Man muss sich eben die Mühe machen und dann eben auch ein Auto haben und Lust haben und Elan haben. Und wir haben den großen Vorteil, wir können uns das dann vom Sofa aus ansehen. Ha. Jetzt habe ich gerade einen Boxer auf die Oberarm. Aber das ist wirklich so. Wenn man jetzt unterwegs ist, dann kann man schön auch unterwegs ein bisschen was aufnehmen. Man muss es ja nicht jeden Tag machen. Also ich bin gespannt auf den Lost Place heute von der Antje und vom Kai. Und der Klaus ist auch dabei, der Bagger Klaus aus Franken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal ja, eine gute Fahrt, eine gute Reise. Und ich werde heute die Realität machen und weil, keine Ahnung, ich kann es euch noch nicht sagen, wo es hingeht. Aber irgendwas werde ich finden. Es richtet sich auch ein bisschen nach dem Wind. Und wir werden schon das passende Eckchen finden. Ich habe ja noch einen zweiten Teil von Maspalomas bzw. Campo de Golf, wo es kaum einer kennt. So, und jetzt treten wir den geordneten Rückzug an. Gerd Marsch. Nein, wir drehen uns nicht um 360 Grad. Das machen unsere Politiker, die drehen sich um 360 Grad. Weil sie endlich mal eine Kehrtwendung wollen. Schaut euch an, wie schön. Das sind richtige Wolken jetzt. Ja, das kann man als Wolken erkennen, definieren. Nicht irgendwelche Streifen oder sonst was. Ja, wenn ihr die Touren mitmachen wollt, dann könnt ihr die auch selber machen, nämlich nach Moya oder nach Agaete, einfach den Plan B kaufen, bestellen. Den Plan B gibt es bei der Antje in Deutschland, könnt ihr ihn bestellen, einfach eine E-Mail schreiben und dann bekommt ihr sofort Antwort. Die sind dann auch bald wieder verfügbar und hier gibt es auf Gran Canaria auch noch ein paar, freitags am Faro oder
im Organic Food im Reformhaus in der Sita neben dem Café Zipf. Da könnt ihr die Tassen, T-Shirts und den Plan B auch kaufen. Und könnt alle Touren mitmachen hier. Genauestens recherchiert und aufs Papier gebracht. Zum Ansehen, zum Umblättern. Und ich hänge euch immer zwischendrin mal wieder so ein kleines Filmchen dran, was der Plan B eigentlich ist, was er bedeutet. Da muss man das nicht jedes Mal sagen. Und wer Interesse hat, schaut sich das Video bis zum Ende an. Ja, Wochenende und die Game Pride. Das sind wieder zwei Sachen. Da war auch gestern richtig was los im Flieger aus Madrid. Da waren viele, viele junge Menschen. Und ja, die das Wochenende dann hier verbringen. Schön mit der Wolke jetzt hier. Ja, auch die Farben der Wolken hier, das ist ja auch irgendwie alles einzigartig. Ja, heute könnt ihr auch bei Conny Canarias noch was sehen von Madrid. Ja, richtige. Ich habe ja nur so einen ganz kleinen Überblick gemacht. Das war ja gar nichts. Aber ein bisschen ins Detail, das könnt ihr dann sehen. Heute Nachmittag. So, nun geht's auch schon wieder dem Ende entgegen hier. Ja, das sieht immer sehr niedlich aus, wenn sie die weißen Bademäntel mit am Strand haben. Ich meine, ich habe sowas habe ich noch nie gemacht, aber im Hotel, wenn man mal zum Pool geht, da in Asien, von der 22. Etage in die 27. mit dem Aufzug fahren und dann in den Pool gehen, das habe ich gemacht, aber mit dem Bademantel am Strand rumlaufen, aber vielleicht, keine Ahnung, da laufen auch wieder zwei. Das ist dann jedenfalls für mich nichts. Ich könnte machen, was ihr wollt, aber für mich ist das nichts. Nein, wenn ihr jemanden so seht am Strand, das bin nicht ich. Und figurbetont ist das auch nicht, nein, schon gar nicht sexy. Gut, anderes Thema. Anderes Thema ist jetzt ganz einfach. Ja, einkaufen. Ich werde auch immer wieder gefragt in den Kommentaren, Menschenskinder, wenn man hier länger ist, wo kauft man am besten ein? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Spar, Mercadona, Lidl, Aldi kommt auch hierher, aber das ist... Also der Spar ist sehr, sehr gut sortiert, muss ich sagen. Da gibt es auch Sachen, die man woanders nicht bekommt. Zum Beispiel mal saure Sahne oder Blaukraut. Kriegt man auch woanders, ja, aber Rösti, Bratkartoffeln. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten, vielleicht auch nochmal das Thema aufgreifen. Jetzt geht es erstmal zurück. Ich sage hasta luego, macht's gut, bis später.